So, die neue App Threads ist jetzt draußen und du fragst dich jetzt, soll ich mich da anmelden? Und wenn du schon angemeldet bist, was soll ich da machen, um Follower, um Interaktionen zu machen und natürlich auch meine Fotos oder meine Videos an den Mann zu bringen und neue Kunden zu gewinnen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Erstmal für die Leute, die gar keine Ahnung haben, Threads ist eine neue Plattform, eine neue App, die von Meta, also Instagram, Facebook, WhatsApp dann dementsprechend rausgebracht wurde und eine Konkurrenz zu Twitter und beziehungsweise X dann bieten soll. Warum ich mir auch vorstellen kann, dass das auch tatsächlich funktioniert langfristig, ist, dass Twitter beziehungsweise X eine sehr, sehr große Bekanntschaft und viele Leute das auch tatsächlich weltweit nutzen, aber nicht in Deutschland. Also Deutschland, Österreich, Schweiz war noch nie so, dass es wirklich dort stark im Mainstream, in der gesamten Normalbürgerschaft, sage ich mal, irgendwie Anklang gefunden hat. International sieht das aber ganz anders aus. Das heißt, irgendwie die Menschen mögen diese Plattform schon, aber bei uns ist es nie wirklich angekommen. Und dadurch, dass jetzt Threads an sich dasselbe bietet und das auch noch sehr leicht zugänglich macht, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Connection jetzt da steht und viele Leute, die einfach ja dafür eigentlich gemacht sind, jetzt natürlich diesen Anschluss dort bekommen. Weil Threads macht das sehr einfach, dass sozusagen ein Konto erstellt wird, weil du kriegst dann dementsprechend dein Instagram-Konto, was alle Fotografenmacher ja mit Sicherheit auch haben, einfach also nicht mal umkonvertiert, sondern einfach neu erstellt mit den Einstellungen von Instagram. Das heißt, deine Bio, deine Profilbild und deine Freunde und so weiter und so fort. Insofern sie natürlich dann auch einen Threads-Account erstellen, kannst du dann direkt sofort mitnehmen. Was natürlich für andere auch einen extremen Reiz zu sagen, okay, ich starte da und habe dann gleich hunderte von Followern sofort und habe da schon sozusagen meine Base und starte nicht von null. Deswegen ist das für einige dort auch sehr, sehr angenehm. Was ist jetzt der große Unterschied? Bei Threads ist es tatsächlich so eine textbasierte Plattform und Instagram ist sehr foto-videolastig. Ja? Das heißt, warum sind die Leute jetzt nicht auf Instagram? Obwohl es eigentlich Fotograf und Filmemacher natürlich dann eigentlich die Bilder- und Videoplattform sinnvoller ist. Die Interaktion hat jetzt sehr stark bei Instagram jetzt über die Jahre stark abgenommen. Das liegt auch daran, wie Instagram dargestellt wird. Du siehst halt, das Bild ist sehr groß, die Videos sind sehr groß und die Beschriftung und so kannst du eigentlich nicht lesen, außer du klickst halt auf mehr und das ist halt sehr, sehr klein, du musst da schon drauf, also richtig zielen, um was zu treffen und dann kannst du erst die Beschriftung lesen. Und das ist natürlich sehr unhandlich, um irgendwie dann dementsprechend einen Kommentar auch zu verfassen und dann darauf zu klicken und so. Also die App macht es einen schwer sozusagen. Da Threads eine textbasierte Plattform ist, ist tatsächlich mal bei Threads immer erstmal der Text oben im Fokus und danach kommt erst das Bild oder das Video. Und dadurch hast du dann natürlich dann dementsprechend erstmal den Fokus auf den Text und auch viel einfacher mit diesem Text zu interagieren. Das heißt, dort ist die Interaktionsrate auch viel höher. Aktuell. Wir wissen natürlich nicht insgesamt, alles, was wir jetzt natürlich jetzt besprechen, ist in die Kugel zu schauen. Wir wissen einfach nicht, wie es langfristig sein wird. Aber man kann halt schon ableiten, dadurch, dass wenn Meta das, sage ich mal, jetzt groß rausbringt und groß bespielen will, die machen halt keine halben Sachen. Wenn sie halt natürlich Facebook haben, Instagram, WhatsApp und jetzt noch eine neue, dann wollen sie das natürlich auch groß machen. Haben natürlich auch viele Daten und viel mehr Budget, um sowas auch richtig groß zu machen. Also man kann mir schon vorstellen, dass das extrem groß wird und langfristig auch hält. Bei Clubhouse war es so, hey, da war mega Hype und dann ist es extrem stark abgefallen. Könnte hier auch sein, wir wissen es nicht. Was ich dir aber raten würde, ist, sei trotzdem am Anfang da. Weil du weißt nicht, wie es sich entwickelt und dann lieber dabei sein. Am Anfang kannst du halt sehr, sehr viel Interaktion und sehr viel Reichweite, Follower bekommen, anstatt später. Das ist immer so. Man sagt, oh, wäre ich nur früher bei Instagram gewesen, wäre ich nur früher bei TikTok gewesen und, wäre ich mal. Und hier, da es jetzt so frisch ist, kannst du noch schnell reinsteigen und dadurch, dass natürlich viele User reinkommen, aber nicht so viele Leute am Anfang Content produzieren, sondern erstmal schauen, was ist und natürlich öfters mal kommentieren, hast du natürlich eine viel größere Reichweite, weil es gibt nicht so viel, wo man am Anfang drauf reagieren kann. Und dadurch sind natürlich die wenigen Postings, die am Anfang da sind, natürlich viel mehr Besuch, viel mehr interagiert und so weiter und so fort. Deswegen macht es am Anfang extrem viel Sinn, dort jetzt reinzugehen. Wie handhabt man das jetzt aber? Weil viele machen Sachen dementsprechend falsch. Ich würde dir am Anfang auf jeden Fall raten, nicht sofort in irgendeiner Form Werbung zu machen für deine Dienstleistung. Also mach nicht hier, wer will ein Shooting haben, wer will einen Film haben und so weiter und so fort. Weil Leute schrecken erstmal generell Werbung ab. Deswegen musst du erstmal am Anfang natürlich deine Followerschaft aufbauen, weil das kannst du am Anfang so einfach wie noch nie. Das heißt, mach Beiträge, mach Threads, die für alle sehr schnell zu verstehen sind und schnell interagieren wollen. Mal als Beispiel.
Bei mir, ich habe ja eine Zielgruppe für Fotografen und Filmemacher. Das heißt, ich frage nach, hey, poste mal dein Lieblingsbild. Und das ist natürlich für alle Fotografen immer egal und dann kann man sich auch so ein bisschen selber präsentieren, zeigen, was man drauf hat und so. Und da habe ich auch direkt schon über 100 Kommentare und so weiter und so fort, weil die Leute gerne damit interagieren möchten. Wenn ich das schreiben möchte, wer will Kunde werden und sowas, ja, dann der Beitrag wird nicht viel Reichweite bekommen. Am Anfang geht es erstmal darum, Reichweite und Followerschaft aufzubauen. Und das musst du auch gucken, wie kannst du das bei dir dann dementsprechend ummünzen. Und wichtig ist natürlich dabei auch, auf deine Zielgruppe zu achten. Weil ich bin natürlich Coach für Fotografen, Filmemacher. Es macht Sinn, dass ich alles nur für Fotografen, Filmemacher sehe und dass auch meine Follower werden. Wenn du jetzt natürlich Fotograf oder Filmemacher bist, ja, viele verschwinden natürlich dann in diese Bubble auf Fotografen, Filmemacher. Das ist natürlich schön, wenn du neue Kontakte knüpfst und dich austauschen kannst, wird dich aber langfristig in deinem Geschäft natürlich dort nicht weiterbringen. Inspirationen wirst du mit Sicherheit genug haben. Hast du auch schon bei Instagram, hast du auch schon bei TikTok. Zuletzt kannst du eventuell nutzen für eine neue Plattform, um Kunden langfristig anzuziehen. Aber dafür musst du auch Inhalte produzieren und auf Inhalte reagieren, die natürlich auch verstehen lassen zuletzt, was du haben willst. Das heißt, ich sehe wirklich, also der Algorithmus ist auch sehr, sehr gut. Ich sehe meiner Timeline, Feed oder wie auch immer das so heißt, nur Fotografen, Filmemacher-Beiträge. Und nur Fotografen, Filmemacher reagieren auf meine Beiträge. Weil das jetzt schon so angefangen hat durch die ersten Beiträge, die ich dort gepostet habe, die ersten Threads, die ich gepostet habe und wie ich mit den Leuten interagiere und wen ich mir anschaue. Wenn du jetzt sozusagen also Fotograf oder Filmemacher bist, gehst jetzt rein und interagierst nur mit anderen Fotografen, Filmemacher, dann wirst du natürlich in dieser Fotograf-Filmemacher-Bubble reinkommen und das möchtest du ja eventuell nicht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotograf bist, dann möchtest du natürlich, dass neue Brautpaare dich eventuell sehen. Dann musst du natürlich Beiträge auch verfassen, die auch für diese Leute spannend sind. Ja, aber auch da musst du jetzt überlegen, einfache Sachen, es muss immer so einfach wie möglich sein. Also überleg dir deinen Ziel, deinen Traumkunden, wie der zu Hause im Bett, auf dem Sofa ganz entspannt ist und das Einfachste wie möglich nur machen muss. Zum Beispiel tippen, zum Beispiel solche Umfragen, ja, nein. Oder Sachen, die man mit einem Wort oder maximal einem Satz beantworten kann. Zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich sage, hey, an alle Fotografen, schreib mal rein, welche Kamera hast du aktuell? Das weiß ja sofort jeder und jeder möchte, kann sofort darauf reagieren und kommentieren. Das ist sofort da. Deswegen nicht irgendwelche ganz großen offenen Fragen stellen, sondern kurz und knackig, was jeder beantworten kann und natürlich für deine Zielgruppe. Ja, wie gesagt, zum Beispiel bei den Hochzeitsfotografen, Hochzeitsfilmern, wie lange ist das liebes Brautpaar, bald ist ja eure Hochzeit, wie lange seid ihr denn schon zusammen, seitdem ihr jetzt verlobt seid? Ja, also das so kurze Sachen, die man sofort schreiben kann, ja 6 Jahre, 12 Jahre, endlich ist es soweit. Ne? Was jetzt noch wichtig ist, ist dann drauf zu reagieren, um noch mehr Interaktionen zu bekommen. Wenn jetzt jemand schreibt, 6 Jahre, dann kannst du kommentieren und drunter schreiben, oh super, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ne? Und dann kommentiert diese Person wieder und dadurch kriegst du noch mehr Interaktion und damit noch mehr Reichweite. Das ist das, was die Plattform will, mehr Reichweite. Und das musst du denen geben. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt frage, hey, was für eine Kamera nutzt du? Und die sagen jetzt mal als Beispiel Sony. Und ich frage dann, okay, in welchen Bereichen bist du tätig? Oder welches Objektiv ist dein Lieblingsobjektiv? Weil dann kommentieren die wieder. Und dadurch bekommt dieser Beitrag mehr Reichweite. Also überleg dir, was ist dein Zielkunde, was ist dein Traumkunde, was ist dein Avatar und was sind Sachen, die ihr sofort raushauen kann, wo auch gerne kommentieren würde. Zum Beispiel, wenn du jetzt Produktfotograf bist und versuchst das natürlich für andere Shops zum Beispiel zu machen, dass man sagt, was ist dein bestlaufendes Produkt oder wie lief das Weihnachtsgeschäft oder also Sachen, die relativ schnell zu beantworten sind, die aber auch in dieser Bubble, die du ansprechen willst, halt passt. Wie gesagt, versuch nicht, dich zu stark dann dementsprechend mit anderen Fotografen dann zu connecten, weil am Ende hast du natürlich dann viele Fotografen und klar, man kann sich da auch Tipps holen, man kann sich austauschen, das ist auch alles super. Aber du willst natürlich letztendlich vielleicht auch Threads nutzen, um natürlich neue Kunden und langfristig dort auch mehr für dein Geschäft rauszuholen. Deswegen dort ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video einmal helfen. Kommentiere gerne einmal, ob du schon bei Threads bist, ob du direkt am Anfang dabei warst, irgendwann eingestiegen bist oder noch überlegst, dabei zu sein. Wie gesagt, mach am Anfang keine große Werbung, keine Welle dort. Hol erstmal Follower, Interaktion, hol eine große Reichweite. Und wenn dann dementsprechend ein paar Monate eine große Reichweite hast, dann kannst du gerne auf dein Angebot auch mal aufmerksam machen. Ich packe auch nochmal meinen Threads-Account mit in die Beschreibung. Schau gerne mal rein, wenn du ein paar Ideen brauchst. Wie kann man Fragen formulieren? Wie kann ich einen guten Thread machen? Schau dich einfach mal bisschen um, versuche das dann umzumünzen für deine Zielgruppe. Wünsche dir natürlich viel Spaß dabei und bis dann.